Hallo zusammen, hier ist Daniel von Folge deinem Herz. Und zwar geht es heute um Folgendes. Es geht darum, wie man Erfolg messen kann, beziehungsweise sollte. So, das war mein Kalendereintrag. Genau, richtig, ich bin in Frankreich aktuell. Und wenn ihr auch Hühner hören solltet, hinter mir ist ein Hühnerstall. Also, das bin nicht ich. Okay, wie solltet ihr Erfolg messen? Ganz einfach. Erfolg sollte man nicht messen, mit dem Geld, das man verdient. Das sollte niemals an der ersten Position stehen, sondern es sollte darin gemessen werden, wie viel Menschenleben du verbessern kannst, erweitern kannst, weiterentwickeln kannst. Ja, auf Englisch benutzt man den Begriff improve. Ja, to improve people's life. Also Menschenleben verbessern im Endeffekt auf Deutsch. Und warum ist das so wichtig? Einmal hat in meinen Augen jeder in seinem Leben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe muss man ja immer mehr für sich selbst entdecken, sich kennenlernen, wo ist die Aufgabe. Aber jeder kann mit seinem Talent, das er hat, Menschenleben verändern und verbessern. Und ich sehe das so, ich habe das Talent zu reden, zu sprechen, Leute zu motivieren und ihnen Kraft zu geben. Also messe ich meinen Erfolg, und das sollten alle machen, wie gesagt, daran, wie viel Menschenleben du verbesserst. Wie viel Menschenleben kannst du verbessern? Und denk immer in ganz großen Zahlen. Denk an viele Menschen, denen das Leben verbessern willst. Und umso besser ist das Ganze natürlich auch. Und das Schöne an der Sache ist, wenn du viele Menschenleben verbessern kannst, ja, dann kommt das Geld von alleine. Weil die Menschen, denen du das Leben verbesserst, sind natürlich auch gewollt, gewillt, dafür dann etwas abzugeben von ihrem Verdienst oder was auch immer. Deswegen, lass es nicht als Ziel sein, oder die ordentlich die Motivation, dass du damit durch viel Geld verdienen kannst, aber es wird dazu automatisch kommen. Deswegen haltet euren Fokus darauf, was kann ich gut? Was kann ich gut? Wie kann ich das sozusagen umsetzen, das, was ich gut kann, um anderen zu helfen? Und wie kommuniziere ich diese Hilfe an die anderen Personen? Und in diesen drei Schritten kommt ihr zu eurem, ja, im Endeffekt ist es ein Businessmodell. Was ist ein Business? Was ist ein Unternehmen? Was ist ein Unternehmer? Das ist eigentlich ein eigenes Video, deswegen höre ich auch jetzt hier auf. Das wird ein eigenes Video werden, was ein Unternehmer ist. Schaut euch einfach das nächste Video an, die Definition eines Unternehmers. Also, ich bitte euch darum, setzt eure Ziele fest. Ja, legt sie fest natürlich, nicht setzt sie um, meine ich. Legt sie fest und kommt immer einen Schritt näher. Seht nie die Probleme, nie. Seht einfach daran, dass ihr alles könnt. Egal wie, es gibt immer einen Weg. So denken erfolgreiche Leute und nicht an die Hindernisse. Deswegen messt euren Erfolg an wie viele Menschenleben ihr verbessern könnt. Also abonnieren, kommentieren, liken. Ich würde mich mega freuen. Und wenn ihr Wünsche habt oder Fragen habt zu Videos, schießt einfach los. Ich beantworte sie euch gerne. Und verschluckt. Und ja, wie gesagt, folge deinem Herz. Ganz, ganz wichtig. Es ist deine Motivation. Ciao.